Wenn man bedenkt, was Menschen so alles tun, kann die Erde wohl nur die Irrenanstalt des Universums sein. Müde rieb sich Weston über die Augen. Mittlerweile war es draußen stockdunkel und der Mond schien direkt ins Fenster. Was die anderen wohl machten? Ob sie ihn vermissten? Bestimmt nicht. Warum sollte man ein Monster wie ihn auch vermissen? Und so wie Yuki mit der armen Rosa umgegangen war, so wäre sie bestimmt auch mit ihm umgesprungen, wenn sie die Wahrheit gekannt hätte. Alle würden ihn verurteilen. Nur Wakajima nicht. Der war nicht so gewesen. Der war immer da und hatte ihn nicht ausgelacht oder für verrückt gehalten. Zum ersten Mal hatte ihn jemand ernst genommen und bemerkt, wie schlecht es Weston damit ging. Sein Blick wanderte zu Nirumi, der auf dem Bett lag und fest schlief. Über Westons Lippen huschte ein Lächeln, denn Rosa war an seinem Bett eingeschlafen, hatte ihren Kopf auf dem Bauch des jungen Kriegers liegen und atmete ruhig. Bestimmt vermisste sie den jungen Prinzen, konnte es aber nicht so ausdrücken, wie sie wollte. Wenn Weston richtig darüber nachdachte, dann hatte er sie noch nie weinen sehen. Richtige Gefühlsausbrüche waren bei ihr selten. Wenn man sie richtig anpackte, konnte doch jeder mit ihr machen, was er wollte. Iki war der Erste, der das nicht ausgenutzt hatte. Selbst diese komische Prinzessin aus dem Königreich Herz hatte mit Rosa tun und lassen können, was sie wollte. Jetzt, wo Weston wusste, wie Rosa als Kind gelebt hatte, begriff er, dass sie es gar nicht anders gewohnt war. Ihr Vater hatte mit ihr auch schon immer getan, was er wollte. Und jetzt? Du bist jetzt für sie verantwortlich. Ich hoffe, das weißt du. Erschrocken zuckte Weston zusammen und sein Herz verkrampfte sich. Diese Stimme! Panisch drehte sich der junge Mann um, suchte mit den Blicken alles ab, aber Wakajima war nicht da. Auch wenn Weston noch so sehr jeden Fleck begutachtete, den er finden konnte, von dem jungen Arzt war nichts zu sehen. Tränen rannen über Westons Wangen, ohne dass er etwas tun konnte. Als wenn er nicht wüsste, dass er sich um Rosa kümmern musste. Das war aber auch keine leichte Aufgabe, wie er schon zu spüren bekommen hatte. Weswegen er sich schon fragte, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Rosa bei den anderen geblieben wäre. Unsinn! Rosa hat dich gern und sie möchte nun mal bei dir bleiben. Das ist doch kein Problem. War diese Stimme nur in seinem Kopf? Wo sollte sie sonst sein? Vermutlich war Wakajima tot und er war am anderen Ende der Welt. Leise schluchzte der Junge auf, rieb sich über die Augen und zuckte zusammen, als sich Arme um ihn herumlegten. Blinzelnd sah er Rosa an, die ihn besorgt und unsicher musterte. Verzweifelt zwang sich Weston zu einem Lächeln, doch es verunglückte ziemlich. Erschöpft sagte er in die Arme des jungen Mädchens. Ich höre seine Stimme. Das kann doch alles nicht wahr sein. Warum höre ich denn jetzt auch noch seine Stimme? Reicht es nicht, dass ich ihn vermisse? Ich sehne mich so sehr nach ihm. Und dann auch noch das. Was, wenn er tot ist? Wenn er da noch immer in dieser Höhle liegt und keiner ihn findet? Rosa drückte ihn an sich und seufzte schwer. Erst jetzt fing Weston an zu verstehen und blinzelnd musterte er das Mädchen. Hörst du Ikis Stimme auch? Wollte er wissen. Schüchtern senkte Rosa ihren Blick, reagierte aber sonst nicht weiter darauf. Das reichte Weston schon. Und seufzend begriff er endlich, warum das Mädchen vor ein paar Stunden noch so seltsam auf seine Frage nach Iki reagiert hatte. Wenn sie seine Stimme auch hörte, dann litt sie bestimmt darunter und so sehr, wie es ihn schmerzte, musste es auch ihr wehtun. Es war schmerzhaft, wenn man die Stimme eines Menschen hörte, der gar nicht da war. Verrückt waren sie sowieso alle ein wenig, aber wurde es jetzt noch schlimmer? Hörten sie jetzt auch noch Stimmen? Wenigstens war er damit nicht allein. Irgendwie war er glücklich, dass er nicht allein dieses Problem hatte, sondern dass es Rosa genauso ging. Ob die anderen in den gleichen Schwierigkeiten waren? Am liebsten wäre Weston losgelaufen, um zu gucken, was bei den anderen los war. Dummerweise traute er sich nicht, zu ihnen zurückzukehren. Und weg konnte er jetzt auch nicht mehr. »Du solltest dich wieder schlafen legen«, flüsterte Weston leise und streichelte durch die roten Haare. Rosa musterte ihn misstrauisch und noch einmal war Weston erstaunt darüber, wie einfühlsam das Mädchen sein konnte. Auch wenn sie nicht sprach, wusste sie mit den Menschen Kontakt aufzunehmen wie kein anderer. Und bis jetzt war sie immer genau dann wach geworden, wenn es ihm schlecht ging. Rosa seufzte schwer, ehe sie wieder zu Nirumi ging, der von all dem nichts mitbekam. Irgendwie musste Weston auch Schlaf finden, weswegen er sich auf den Boden zusammenrollte und nach Ruhe suchte.
In der Stadt hatten Raoul und Daryl beschlossen, sich mit dem seltsamen Mann zu treffen. Eowyn war ja in Sicherheit, in der Badewanne, worüber Raoul besonders glücklich war. Und Yukiko hatte man einfach nur von einem Bett ins andere geschoben, weil sie zu erschöpft war. Daryl raufte sich die Haare, weil ihm das alles dermaßen über den Kopf wuchs, dass er nicht mehr wusste, wie er das alles unter einen Hut bringen sollte. »Und was war das nun für einer?«, murmelte Daryl, um sich auch von der Stimme in seinem Kopf abzulenken. Das alles war verrückt. Und der junge Mann wusste, dass er mit niemandem darüber reden durfte. Als wenn ihn nicht sowieso schon alle für bescheuert hielten. Raoul zuckte dann aber mit den Schultern und lächelte. »Ich kann es selbst nicht genau beschreiben. Mehr als diese Adresse habe ich nicht bekommen. Ich habe den Kerl nicht mehr richtig gesehen. Aber er will mit uns reden. Und bisher haben wir über dieses Reich noch überhaupt nicht viel in Erfahrung bringen können. Daher ist es wichtig, dass wir mehr herausfinden. Vollkommen egal, was das für einer ist. Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Erst einmal will ich Informationen haben. Wie wir dann weitermachen, müssen wir immer noch entscheiden.« Unsicher warf Daryl seinem neuen Freund skeptische Blicke zu. Konnte man sich einfach mit jemandem treffen, den sie gar nicht kannten? Was, wenn sie jetzt im Gefängnis landeten? Ihm war nicht wohl bei der Sache, doch Raoul allein gehen zu lassen, kam für ihn auch nicht in Frage. Raoul zuckte mit den Schultern, denn er hatte den Blick sehr wohl bemerkt. »Wir werden sehen, was das für einer ist, und ich denke, wenn wir uns hier einfügen wollen, müssen wir wissen, wie es hier abläuft. Diesem komischen Typen, mit dem Eowyn sich jetzt verschrieben hat, dem traue ich auch nicht. Ich meine, dem traue ich so weit, wie ich ihn werfen könnte, aber... Naja, bei einem Kerl wie dem ist das wahrscheinlich weiter, als ich momentan denke.« Als sie an der Adresse ankamen, blickten sich die jungen Männer verwirrt an. Sie standen vor einem dunklen Gebäude, an dem man glatt vorbeigelaufen wäre. Es war, als wäre das Haus unsichtbar. Eines von der Sorte, die so unauffällig waren, dass man sie aus dem Augenwinkel zwar registrierte, aber nicht weiter darüber nachdachte und sofort wieder vergessen hatte. Und da sollten sie jetzt rein? Unsicher sahen sich die beiden noch einmal in die Augen. Dann straffte Raoul seine Schultern und atmete tief durch. »Also gut, dann wollen wir mal«, murmelte er leise und öffnete die Tür. Jedenfalls wollte er das doch, bevor er überhaupt nach der Klinke greifen konnte, schwang die Holztür von alleine auf. »Willkommen«, schnarrte eine dunkle Stimme. »Man erwartet euch bereits im Keller.« Kaum, dass die beiden Jungen durch die Tür geschritten waren, knallte diese hinter ihnen wieder zu. Unsicher sahen sich die beiden in die Augen, doch Raoul wusste, dass sie jetzt nicht mehr zurück konnten. Dafür waren sie schon zu weit gegangen, was auch die Wendeltreppe deutlich machte. Seufzend schritt er die ersten Stufen herunter, drehte sich dann aber um, als Daryl keine Anstalten machte, ihm zu folgen. »Komm jetzt«, murrte Raoul leise und blinzelte, als vor seinen Augen das junge Mädchen wieder auftauchte und glücklich die Treppe nach unten hüpfte. Offenbar hatte sie keine Angst vor dem, was da unten auf sie wartete, was Raoul ebenfalls deutlich die Angst nahm. »Komm, wir können da ruhig runtergehen«, meinte er darum lächelnd. Perplex zuckte Daryl mit den Schultern, ehe er Raoul mit zittrigen Knien folgte. Sie gelangten zusammen in Katakomben, die wie aus einem anderen Jahrhundert wirkten. Daryl schlug das Herz immer schneller, und er fühlte sich nicht gerade wohler. An den Wänden hingen Fackeln, welche die gedrungenen Räume erhellte. Raoul sah sich um, konnte aber niemanden erkennen. Aus dem Nichts tauchte ein junger Mann vor ihm auf, mit grünen Haaren und funkelnden Augen. »Endlich! Ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr hier auftauchen«, meinte er schmunzelnd. »Komm mit.« Der Fremde deutete ihn an, ihm zu folgen, was Raoul ohne zu zögern tat. Einen kurzen Moment blieb Daryl noch stehen, weil er nicht wusste, ob er den beiden hinterhergehen sollte oder ob er Raoul lieber alleine lassen sollte. Nein, er konnte seinen Freund nicht im Stich lassen. Seufzend lief Daryl hinter den beiden jungen Männern her. Der Fremde sprach nicht mehr mit ihnen. Doch immer wenn er drohte, im Dunkeln zu verschwinden, blitzten Fackeln an den Wänden auf, die sich ohne weiteres Zutun entzündeten. Daryl zuckte jedes Mal wie erschrocken zusammen. Doch langsam wurde ihm bewusst, was das für ein Mann war. Der Kerl musste Magier sein. Müde streckte sich Narayo, dessen Knochen noch immer wehtaten. Als man einen Mann zu ihm führte, drehte er sich nicht einmal um, sondern blickte verträumt weiter in den Himmel. »Ich weiß schon, warum du hier bist, Masamune«, meinte er schmunzelnd. »Hast du ihn endlich gefunden?« »Gut, aber darum geht es doch jetzt nicht.« »Ich habe wirklich Hunger«, murmelte der junge Mann. Seine grünen Augen funkelten rötlich, während er sich gierig über die Lippen leckte.
Masamune musste schmunzeln, und als hätte er einen Hund vor sich, streichelte er Narayu durch die Haare. Der reckte sich den Zärtlichkeiten entgegen und seufzte leise auf. »Wo hast du ihn denn hingebracht?«, wollte Narayu wissen, während er den Mann nicht einmal ansah. Wie hypnotisiert blickte er in den Mond, der vom Himmel schien und ihn in sein fahles Licht tauchte. Masamune war selbst von dem Jungen wie gefesselt, denn in der ganzen Stadt gab es keinen schöneren Mann als Narayu. Jedenfalls keinen, der sich legal in der Stadt aufhielt. »Ich habe ihn in einem Dorf untergebracht. So verletzt, wie er jetzt ist, kann er sich auch nicht weit bewegen. Bei ihm sind zwei seltsame Vögel, die sich um ihn kümmern. Und ich denke, die werden schon dafür sorgen, dass er mir nicht verreckt. Die kleine Göre scheint ganz vernarrt zu sein in den Idioten. Aber wenn du Hunger hast, sollte ich dich wohl heute Nacht lieber wieder einmal arbeiten lassen. Wie geht's deinem Körper? Bist du dazu überhaupt schon wieder in der Lage?« »Dich schwächt das alles zu sehr in letzter Zeit, Narayu. Wir brauchen dich, also stirb mir nicht weg.« Das war schon mehr ein Befehl, und der junge Adlige kicherte leise. Mittlerweile waren seine Augen blutrot, und an seinen Lippen blitzten spitze, weiße Fangzähne hervor. »Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Außerdem will ich dich doch versorgen. Und hin und wieder muss ich etwas essen. Wo soll ich hin?« Beruhigend streichelte Masamune durch die braunen Haare, die sich langsam weiß färbten. Amüsiert kramte er eine Karte heraus und breitete diese von Narayu aus. »Hier unten warst du vor 2 Tagen. Dort musst du auch wieder hin. Dort treiben sich immer noch Truppen vom Königreich Herz herum, und ich möchte wirklich, dass sie vertrieben werden. Um diesen Haseya kümmern wir uns dann.« Der junge Adlige legte seine Hand auf die Karte und kratzte mit langen Krallen über das Stück Papier, welches zielsicher in 2 Teile gerissen wurde. »Ich finde den Weg schon«, murmelte er leise. »Wie du schon sagtest, dort war ich schon mal. Wenn ich einmal irgendwo gekämpft habe, finde ich den Weg auch wieder. Außerdem werde ich das Blut sofort wahrnehmen«, schnurrte der junge Adlige, ehe er mit einem Sprung auf den Beinen war und sich streckte. Im Mondlicht funkelten seine roten Augen wie Edelsteine, und Masamune konnte nicht anders, als ihn bewundern zu beobachten. Er konnte allerdings auch nicht leugnen, dass Narayu einem Angst machen konnte. Die Bestie, die in ihm schlummerte, war ihm schon immer von Vorteil gewesen, und als der junge Mann bei einem Zwinkern verschwunden war, musste Masamune lächeln. »Soll er seinen Hunger ruhig stillen?«, murmelte der Berater, streckte sich dann und drehte sich um. Erstaunt blickte er in die Augen eines jungen Mannes. »Wer bist du denn?« »Na, soll mir egal sein. Sollte Narayu heute Abend nach Hause kommen, dann kümmere dich bitte um ihn«, grummelte er Eowyn an, den Masamune für einen neuen Angestellten hielt. Entschlossen rauschte er an dem jungen Mann vorbei, ehe er sich wieder auf den Weg in den Palast machte. Seine Untergebenen folgten ihm, und Masamune wusste, dass er sich auf Narayu verlassen konnte. Wenn jemand einen unstillbaren Hunger hatte, dann der junge Adlige. Darum wurde er auch so geheim gehalten. Dummerweise war Masamune auch klar, dass Narayu immer schwächer wurde. Jedes Mal nach einer Verwandlung war der junge Mann immer sehr geschwächt, konnte sich kaum noch bewegen und lag stundenlang nur im Bett. Dass er sich jetzt endlich jemanden gesucht hatte, der sich um ihn kümmerte, war für Masamune schon von Vorteil. So musste er sich nicht mehr um den Jungen sorgen und ihn pflegen. Sowas war wirklich nicht seine Aufgabe. Seufzend schlenderte er durch die Straßen und blieb stehen. Sein Blick wanderte in den Himmel, wo er verträumt in den Mond blickte. Neben ihm stand ein junger Soldat, der ihn schüchtern musterte. »Sir, müssen wir nicht in den Palast zurück?«, murmelte er leise. Masamune seufzte auf und nickte dann aber. Ja, er müsste zurück in den Palast, an seinen Schreibtisch und diesem unfähigen Idioten, der das Königreich regierte, Honig ums Maul schmieren und Loyalität heucheln. Eigentlich war es Masamune zuwider, aber er hatte keine andere Wahl. Wenn jemals herauskam, warum er tatsächlich im Dienst der Krone stand und was er plante, dann war er des Todes. Aber dieses Risiko musste er eingehen.